Ich lernte die Strafanstalt Rummelsburg am 17. Januar 1988 kennen. An diesem Tag hat die Opposition der DDR beschlossen, an einer Demonstration, die in jedem Jahr von der SED, der damals herrschenden Partei der DDR, organisiert wurde, teilzunehmen. Wir wollten an dieser Demonstration mit eigenen Plakaten teilnehmen. Auf meinem Plakat stand: Jeder Bürger der DDR hat das Recht, seine Meinung frei und öffentlich zu äußern. Das war der erste Satz von Artikel 27 der Verfassung der DDR. Und ich habe diese Aktion nur gemacht als Mutter von drei Kindern, weil ich sicher war, dass ich dafür nicht verhaftet werden kann. Denn ich bin zu einer offiziellen Demonstration gegangen, zu der die SED aufgerufen hatte, und hatte ein Plakat mit einem Satz aus der Verfassung der DDR. Ich bin aber trotzdem verhaftet worden. Also erstmal erfolgte die Festnahme. Als ich mich in diesen Demonstrationszug einreihen wollte, kamen zwei junge Männer im Zivil von hinten, packten mich am Arm und sagten: Komm mit. Ich wurde bis in einen Hinterhof geschleift. Das Ganze fand am Frankfurter Tor in Berlin statt, in der Karl-Marx-Allee. Und in diesem Hinterhof stand ein großer offener LKW. Darauf saßen schon mehrere Verhaftete. Ich wurde nach dem Ausweis, musste meinen Ausweis zeigen. Man fand in meiner Tasche das noch zusammengerollte Transparent. Und ich wurde dann festgenommen. Und ich wurde dann dort vernommen und mir wurde dann vorgeworfen, dass ich also Rauditum, dass ich versucht hätte, die öffentliche Ordnung gewaltsam zu zerstören. Wir haben erst nach der Stasi-Aktenöffnung erfahren, dass es sich um einen Maßnahmenplan der Stadtsicherheit handelte. Die Stadtsicherheit wollte einen sogenannten Enthauptungsschlag gegen die Opposition führen, anlässlich dieses Beschlusses, an der Demonstration teilzunehmen. Sie wollte möglichst viele führende Oppositionelle verhaften und hat gehofft, wenn sie diese Massenverhaftung durchführt, würde die Oppositionsbewegung, wie sie sich in den 80er Jahren in der DDR entwickelt hat, zusammenbrechen. Und da habe ich dann vorgeschlagen, dass wir was singen sollten. Und das ging erst ein bisschen schwerfällig los, bis mir die Idee kam, einfach die ganzen Arbeiterlieder zu singen, die wir in der Schule gelernt haben, die auch die meisten noch im Ohr hatten. Und dann richtig begeistert, also das ging dann gut, und richtig begeistert wurden wir, als wir zum Beispiel Spaniens Himmel breitet seine Sterne über unsere Schützengräben aus. Also das Spanienlied sang und der Refrain lautet ja immer Freiheit. Und als wir dann beim Refrain waren, unsere Zelle, da sang schon der ganze Keller mit. So etwas hatten die Wachen dort noch nie erlebt. Und die waren völlig konfus und haben natürlich erst versucht zu brüllen. Das ging völlig unter in dem Gesang. Egal was sie taten, auch mit ihren Schlüsseln gegen die Gitterstäbe gehämmert, hat auch dann keinen Eindruck mehr gemacht. Und dann war da richtig was los in diesem Keller. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass man sich hier wohlfühlen kann, in einer Wohnung, die in einem ehemaligen Gefängnis eingebaut ist. Aber als ich das heute alles gesehen und erlebt habe, auch die schönen Vorgärten und so weiter, da habe ich gemerkt, dass das gar keine so schlechte Idee ist, diese alten Geister gründlich auszutreiben und etwas völlig Neues zu schaffen. Das ist die beste Art, denke ich, mit der Geschichte umzugehen. Jetzt meine ich damit gar nicht vergessen. Es soll ja nicht vergessen werden, was hier passiert ist, aber dass man den Geist eines Ortes vom Unglück
in Glück ändern kann, das ist doch was ganz Schönes.